So, hallo. Läuft es? Yes. Jetzt Finale von Le Kirby. Und ja, also was heißt Finale? Wir sind halt, wir haben halt, guten Morgen. Wir haben alle Seelenteile von Leo und damit geht's jetzt hier in das Labor Wirkes. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir noch rausfinden, wofür Wirkes steht. Ich meine, ja, vergessenes Land. Aber Wirkes muss ja trotzdem irgendeine Bedeutung haben. Naja, wir werden sehen. Vielleicht hätten wir das auch über irgendwelche Statuen oder so lesen können. Mal gucken. Statuen, halt die Kapseldinger, wisst ihr schon. Wir werden sehen, was da jetzt rauskommt. Okay, wir starten wieder in diesem Gang. Hier gibt's auch nichts zu tun, außer zu kämpfen. Okay. Ich krieg safe das Schwert am Anfang und eine Maxi-Tomate. Alles andere wäre weird. Oh mein Gott. Flashbang. Alles klar. Ich krieg nichts. Ja gut, dann sterben wir halt erstmal eine Runde weg. Hi. Darf ich jetzt wieder Text lesen? Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, so leicht wird das nix. Jetzt gibt's erstmal Leo-Phantom ins Gesicht. Okay, doch nicht. Einfach nur Wirkes Leo. Was? Wir müssen Leopold aufhalten, Kirby. Ach, ja, so, ja, jetzt kriege ich doch hier, Okay, dann nehmen wir den. Oder auch nicht. Hallo? Jetzt ist es weg. Ja, dann muss ich jetzt doch den hier nehmen. Ja, das sind natürlich ärgerliche Momente. Oh ja, okay, er ist erstmal unverwundbar. Verstehe ich das richtig? Nein, das ist nicht. Okay, never mind. Okay, es ist relativ erstmal der gleiche Kampf, glaube ich. Ich frage mich, ob dann wieder die ganze Schoße kommt mit, dass hier mein Flynn-Dings... Ich kann mir den Namen von dem blauen Viech nicht merken, es tut mir leid. Dass der wieder besessen wird und so weiter und so fort. Kommt das alles nochmal so? Aber ich meine, wir wissen doch schon, dass das passieren kann. Dann würde ich jetzt doch an dem seiner Stelle aufpassen, dass das nicht mehr passiert. Okay, ich habe das Gefühl, der Wirbelsturm ist nicht die beste Idee hier. Ich bin einfach zu ungeduldig. Kann auch sein. Gibt halt Situationen, in der ist er ganz nützlich. Und dann gibt es Situationen, in der ist es nicht. So, hier ist er zum Beispiel wieder ganz nützlich. Schön die Sterne sammeln und dann auf ihn drauf knallen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt macht er wieder komischen Laser, aber wir sind schon raus. Oh, oh, oh. Ja, ich bin ein bisschen im Weg gerade. So, aber hier ins Gesicht mit dem Stern. Okay, das sollte klappen, wenn ich jetzt nicht hier das Karma beschwöre und noch öfter getroffen werde. Aber im Moment machen wir mehr Schaden als er bei uns. Insofern, das sieht doch gut aus. Ab dafür. So, kommt jetzt wieder das Verfolgen durch den Gang und so weiter. Ach, guck mal, tatsächlich.
Oh, da ist das Ding. Ach so, aber es ist jetzt ohne, dass mein Blauer mithilft, sondern er verwandelt sich jetzt. Oh, okay, es geht weiter. Ach so. Der gleiche Kampf geht. Ah, mein Gott, was tust du? Das kenne ich noch nicht. Hilfe! Oh, aua. Aber ist das jetzt noch der gleiche Kampf? Also wenn ich jetzt sterbe, muss ich den komplett von Anfang machen? Denn das ist immer so die... Oh mein Gott! Das ist immer so die kleine Befürchtung bei solchen Dingen. Aua. Okay, ich glaube, die Fähigkeit ist gleich weg. Ja, wir werden es rausfinden. Ah ja, jetzt ist plötzlich mehr zur Verfügung. Aber kein Schwert. Ich glaube, dann fühle ich den am meisten. Oder die. Aber ich glaube, das macht halt nicht so viel Schaden. Ich glaube, das macht am ehesten. Wir probieren. Wir können ja mal ein bisschen rumprobieren. Wir gehen mal hier mit rein. Okay, wir starten am Anfang. Scheiße. Okay, doch, das macht schon ganz gut Schaden. Ja, man muss aber halt auch treffen können. Okay, jetzt habe ich eigentlich die gute Basis, um den... Ah, ich habe nicht getroffen. Das ist doch scheiße. Jetzt macht er wieder den hier. Ja... Ah, verflucht. Jetzt mal näher an ihn ran und dann treffen. Mann, ich traue mich immer nicht nah genug ranzugehen. Also macht auch nicht sonderlich viel Schaden, muss man sagen. Also... effektiver vorgestellt. Scheiße. Jetzt ist gut. Jetzt sitzt es gerade gut. Und jetzt nochmal hier zu mir zurück. Dann macht es auch nochmal schön Schaden. Ja, doch, doch, doch. Ist, wenn man es gut platziert, ist es schon ordentlich. Zack. Ja, doch, doch. Das war schon ordentlich. Kann man nichts sagen. So, kennen wir schon. Aua. Ja, es geht einigermaßen, aber noch nicht so ganz optimal. Aber wir machen Schaden. Also das ist schon mal was. Ich mache wieder den Laser. Ist der jetzt anders? Nee. Doch, da kommen jetzt zusätzlich irgendwelche Sachen runter. Okay. Ah, jetzt macht er den hier wieder. Aber das ist ganz gut, weil da ist der gerade in ihm drin. Ja. Ja. Das kann sich doch anbieten. Das kann sich doch sehen lassen. Hälfte ist schon mal weg. Oh, jetzt geht's noch in eine neue Phase, oder was? Jetzt kommt der Kollege raus. Okay. Jetzt kommen wieder X'e und Dinge und... Oh mein Gott, okay, alles klar. Und jetzt noch der Laser hinterher. Ja, stabil. Yo! Okay.
der macht jetzt die ganze Zeit so crazy shit. Voll der Support hier, okay. Ah, mein Gott, ich habe meine Fähigkeit verloren. Keine Ahnung, wo die hin ist. Uiuiui. Ist die Fähigkeit noch irgendwo hier am Start? Nee, ne? Aua. Ich sehe sie nicht mehr. Scheiße. Aua. Aua. Oh boy, oh boy, aua. Okay, jetzt bin ich überfordert. Ja, das Viech nachkommt, das hat mich jetzt ein bisschen... Oh mein Gott, ist hier... Yo, yo, chill. Ach, verdammt. Okay, da passiert richtig viel. Huf. Da passiert ja richtig viel auf einmal. Boah, weiß ich nicht. Wählen wir mal die Bomben aus. Aber die Bomben, glaube ich, fühle ich nicht so. Ich meine, das Wichtigste ist wirklich zu schauen, dass man einfach keinen Schaden kassiert. Okay, wenn man so eine Kettenreaktion wie gerade zustande bekommt, lass mich in Ruhe. Ah, verdammt. Dann ist das schon ganz nice. Shish. Also man musste... Ja, okay, ich verstehe langsam, wie man die Bomben werfen muss, dass die ordentlich Schaden machen. Okay, jetzt kommt wieder der Quatsch. Da muss ich vor allem ausweichen, weil das sonst echt Schaden macht. So, jetzt noch der Laser. Nein, kein Laser. Okay. Jetzt kommt er wieder angerannt. Ah! Gott, der ist so schnell, was das angeht. Jetzt kommt der Laser. Dann habe ich jetzt wieder gute Möglichkeiten, hier ordentlich Schaden zu machen. In vielfacher Ausführung. Ja. Nein. Verdammt nochmal. Wir haben ihn gleich. Zumindest ist er aus seiner ersten Phase draußen. Jetzt kommt wieder der... Ah, scheiße. Oh, oh. Das ist jetzt schlecht. Nein, das ist jetzt ganz schlecht. Jetzt habe ich nämlich nochmal richtig schön Schaden kassiert. Okay. Oh Gott. Aber wir haben ganz schön viel Schaden nochmal getankt. Das ist nicht gut. Also wir haben ihn nicht getankt. Aber jetzt müsste ich mich vielleicht einfach mehr aufs Ausweichen konzentrieren. Weniger aufs Angreifen. Das ist, glaube ich, hier besser und wichtiger. Jetzt einfach nur... lieber weniger Schaden machen. Und dafür aber keinen Schaden kassieren. So, das ist der Punkt. Fuck. Fuck. Ich bin da drin. Wie komme ich da raus? Okay. Eieiei. Ist jetzt wieder unangenehm hier? Okay. Ah, weg da, weg da, weg da. Oh mein Gott, Alter. Nein, nein. Oh mein Gott, ich komme nicht so schnell weg. Was soll ich tun? Ich komme... Oh mein Gott. Ich komme so schnell nicht weg. Jetzt ist die Fähigkeit wieder weg. Ah, Gott, Hilfe. Ja, jetzt kommt der wieder raus. Oh Gott, ey. Puh. Oh, der Laser hinterher. Ach, du Schande. Oh, scheiße, ich hab da was vergessen.
Okay, aus der Nummer kommt man nicht raus, wenn man da nicht schon rechtzeitig ausweicht. Shit. Shit, shit, shit. Ja, aber was ist denn dann... Oh Gott, was ist denn dann hier eine gute Taktik? Da war der Wind noch fast am besten, ne? Wir probieren es nochmal mit dem Wind. Ich meine, ich könnte ja auch zum Beispiel irgendwas davon leveln. So, das ist ja auch noch möglich. Aber... Oh shit, es ist jetzt ein ganz schlechter Start. Einfach mal versuchen, den Wind so zu nutzen, dass wir keinen Schaden bekommen. Sondern eher. Oh shit, ich muss da weg. Ah, fuck, schlechte Position. Der Laser weg, 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 weg vom Laser. Scheiße, ich komme nicht weg. Ah, fuck. Das ist ärgerlich, wenn man merkt, man kommt nicht mehr weg. Das ist einfach zu spät, Mist. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das war nochmal ein sehr unnötiger Treffer. Aber wir haben ihn soweit wieder. Ja, tschüss. Ah, aber das war nochmal ein unnötiger Treffer. Der hat nochmal ordentlich Schaden gemacht. Das Problem ist nur, jetzt komme ich in eine Phase, in der ich recht selten an ihn rankomme. Also, mal gucken, ob das so gut ist, was ich hier tue. Ja, weil aus der Phase komme ich ja mit dem Wind kaum raus. Ja, und das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das mit dem Schlag, ob ich da mit dem Wind so effektiv bin. Jetzt kommt der Quatsch. Okay. Oh shit! Da hat er jetzt mich nochmal erwischt. Hab ich gar nicht realisiert. Ja, aber wir machen schon, also. Ich meine, in der Phase sollte ich halt vielleicht einfach ausweichen. Das ist vielleicht besser. So, jetzt kommt der Typ raus. Jetzt muss ich erstmal richtig ausweichen, wenn der nämlich mit seinen Scheiß Barriere macht, dann ist vorbei. Macht er gleich seine Barriere? Ah, nee, dann macht er erst seine Laser. Ja. Ich weiß. Und jetzt nochmal der Laser. Ah, fuck, verfluchte Mist. Okay, ich muss da weg. Ich muss da weg. Weg. Sonst ist alles vorbei. Jetzt kann ich zu ihm hin. Okay. Schön aufpassen. Das Gute ist, durch diese Luftdinger kann ich jetzt eigentlich mit dem Wind ganz gut durch. Oh, Laser, scheiße. Weg, weg, weg. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Auch oh, meine Fähigkeit. Oh, oh, weg, 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 weg. Sheesh. Weg. Nein, der hat mich... Oh, der hat mich voll erwischt. Aber ich glaube, der Wind ist es. Ich glaube, der Wind ist es, was ich tun will. Aber ich glaube, wir leveln den Wind vorher. Ich glaube, wir leveln den Wind vorher. Mal gucken, was ich leveln kann. Ich meine, ich kann ja auch, wenn ich mehr solche Sterne will... Zum Beispiel ins Kolosseum und so, das ist ja alles möglich. Ne? Oh, oh, wo kommst du denn her?
einfach so, okay. Einfach 59 Sternmünzen mitgenommen. Ja, kann man mal machen. Ich frage mich auch, ob ich noch mehr Codes finden kann auf die Schnelle, aber ich schätze nicht. Hast du mir was mitzuteilen? Nee, ne? Ja, wirklich. So, wie kann ich den aufwerten und wie stark kann der so werden? Ja, komm, machen wir mal. Und nochmal ist wahrscheinlich zu teuer, ne? Ja. Ja. Aber guck mal, Kraft ist ordentlich draufgegangen. Yo. Schauen wir mal, ob das schon einen gewaltigen Unterschied macht. Ich würde mich freuen. Mein, wie gesagt, wenn wir Dings wollen, wenn wir Münzen wollen und so, dann kann man ja einfach hier spielen. So, das ist nicht das Problem. Ihr habt auch nichts mehr mitzuteilen, ne? Nee. Ach, hier. Hä, habe ich hier nicht schon mal geguckt? Ach, das ist wegen dem da oben. Ja, ja. Das haben wir aber schon mal gelesen, ne? Ja, das haben wir schon mal gelesen. Das weiß ich doch schon. Darauf musst du nicht reagieren, Elflin. Ich frag mich, ob du auf andere Sachen reagieren kannst hier in der Stadt. Die wir noch nicht beachtet haben. Da komme ich nicht hoch. Ich meine, ich könnte mir natürlich auch sowas hier kaufen, aber ich bleib dabei. Es ist natürlich kein Cheaten in dem Sinne, aber ich will es ohne solche Sachen schaffen. Aber klar, man könnte da, logisch. Nee, hier sind keine Codes mehr. Ich wüsste auch nicht, wie man da noch Codes finden kann. Also, das ist mir ein Rätselchen. Unten können auch keine Codes sein an irgendwelchen Wänden. So, das wäre ganz weird und merkwürdig. Aber es hieß ja, ich habe noch nicht alle gefunden. Naja, aber wie gesagt, keine Ahnung wo. Magst du mit mir reden eigentlich? Wir haben dein Leo gefunden. Okay, wir sagen nichts weiter. Gut, danke. Oh, haben wir hier drin... Wait, was ist los? Du hattest gerade eine Blase. Ja, was ist dein Problem? Sternmünzen in den Koffer werfen. Was? Oh, ich muss da 1000 reinwerfen. Okay, ja, let's go. Okay, was geht jetzt ab? Okay, was geht jetzt ab? Die Band kann nun auf einer schöneren Bühne neue Lieder zum Besten geben. Hä? Ach, es sind jetzt mehr Lieder zur Verfügung, oder was? Ach so, es sind jetzt... Man hat dadurch mehr Lieder freigespielt. Okay, ich verstehe. Es würde mich interessieren, ob man vielleicht hier drin... Oh, du hast auch was für mich. Okay, was hast du so? Neuer Film. Ja, ich meine, wir sind ein Haufen weiße neue Filme mit Sicherheit. Ja. Ne? Okay. Ja, ja. Mich interessiert, ob hier ein Code irgendwo an der Wand ist. Oder man hier was anderes anders wie irgendwie findet. Oh, Tatsache. Kirby Story.
Oha, okay, also in den Gebäuden selber kann auch was drin sein. Kirby Story, okay, let's go. Das ist das Falsche. Nein, 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 nein. Nein, 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 alles gut. Kirby Story. Let's go. Erstmal alles groß wieder hier. So. Juhu. Wie viele Sternmünzen bekomme ich? Nicht Sternmünzen, wie viele Steine bekomme ich? Münzen habe ich... Oh, was? Noch ein Geschenk? Besondere Figuren. Okay, das ist der Typ halt selber. Das ist der Typ halt selber, klar. Aber sehr schön. Und... Oh, okay. Na gut, nur 300 Sternmünzen. Habe ich mir mir mehr erhofft, aber ist dann halt so. Aber sonst gibt es, glaube ich, gar kein Gebäude, wo ich reingehen könnte, ne? Ich glaube, sonst haben wir alles gesehen jetzt. Zumindest so spontan gedacht, gedenkt. Ja gut. Probieren wir es halt mit unserem neuen Tornado nochmal. Puh. Ja, die Level haben schon in sich. Aber interessant ist mal beim ersten Mal, wenn man hierher kommt, noch keine Items zur Verfügung bekommt. Außer halt dann am Anfang vom Kampf. Okay, wir machen massiv mehr Schaden. Holy shit. Okay, jetzt mache ich allerdings erstmal. Jetzt kriege ich erstmal auf die Mütze. Nein, kriege ich nicht. Oh Gott, ich konnte ausweichen. Sehr geil. Yo, das macht ja massiv mehr Schaden, so ein Plus 1. Jetzt sieht man mal den echten Unterschied. Jetzt sieht man mal. Oh mein Gott, er ist gleich down. Yo. Yo. Das ist nur plus 1. Das macht ja einen riesigen Unterschied. Oh mein Gott. Das macht's ja schon fast zu leicht. Das macht's ja, also, der ist ja schon fast down. Jetzt erst kommt das Viech raus. Das macht's ja schon fast zu leicht. Was ist das denn? Der hat gar keine Möglichkeit zu seinem Scheiß. Der hat gar keine Möglichkeit. Der hat gar keine Möglichkeit, seinen Helfer da einzusetzen. Alter! Und du wirst jetzt wieder zu dieser Pampe, oder was, vor der ich fliehen muss? Natürlich. Seelenwürges. Okay, wir fliehen nicht diesmal scheinbar. Hallo, Schmetterling. Ey, aber der Kraftunterschied. Krass, Mann.
Oha. Morphonite. Okay. Das hat nicht so gut funktioniert. Das ist jetzt wie ein Meta Knight, aber halt nicht Meta Knight. Okay. Ich bin gerade echt entsetzt über diesen Kraftunterschied, ne? Also muss ich ja ganz ehrlich sagen. Okay, was kannst du so? Okay, nix. Und vor allem, wenn das jetzt... Wenn das jetzt die Kraft ist, die ich zur Verfügung habe, wie wäre dieser Kampf mit der Kraft vorher gelaufen, wenn ich das geschafft hätte bis hierhin? Das zieht ja auch so kaum was ab. Holy shit. Aua. Okay, zieht kaum was ab, ist Quatsch, wir sind bei der Hälfte. Und da spielt das Main-Team übrigens, hört man gerade im Hintergrund. Das liebe ich ja immer, wenn die Musik so mit, ne, wenn die Musik so eingedingst ist. Yo, was war das denn gerade für eine riesige Attacke? Ah, vorsichtig. Theoretisch haben wir ihn gleich, wenn ich jetzt nicht komplett choke. Okay. Ja, das ist jetzt sehr interessant. Okay, er ist down. Ciao. Okay, was jetzt? LOL, was? Neues Schwert? Das Morphonite-Schwert. Und ich habe meine Sterne, ich habe meine Steine ausgegeben. Ich raste aus. Oh mein Gott, ich krieg jetzt dieses Schwert. Und ich habe das Meta-Knight-Schwert gelevelt. Oh. Okay, ja, crazy. Ich brauche noch mehr Steine. Mist. Mist, Mist, Mist. Tatsandra kommt gleich dazu bestimmt. Also Sandra halt. Ja, gucke mal, da ist sie schon. Sind wir wieder bei den Credits angekommen? Ja, sick. Sind das die gleichen Credits? Nee, sind nicht die gleichen Credits. Das sind jetzt die, die Workers-Abschnitte abgebildet. Dann traue ich mich auch nicht zu skippen. Falls es gehen würde. Boah, okay. Ich dachte, jetzt kommt wieder hier so
Mega-Dings mit Truck und allem, aber das haben sie dann diesmal nicht gemacht, sondern diesen Morph for Night eingebaut, okay. Aber ich bin schon, also, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so gut fühlen soll, weil erst struggle ich ewig rum, dann dachte ich halt, okay, so ein kleines Power-Up kann ja nicht schaden. Und dann habe ich damit einfach den Easy-Modus aktiviert. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen... Naja, also, ja. Es ist ja vom... Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so krasse Auswirkungen hat. Das war schon übel. Weil wir ja den direkten Vergleich haben. Zu wie es davor... Entschuldigung, zu wie es davor gelaufen ist. Ja. Oh Gott, Entschuldigung. Wir haben ja wirklich den ganz direkten Vergleich. Das ist schon insane. Eieieiei. Aber gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch fehlt. Ich schätze, Kolosseum muss man halt noch schaffen. Die Variante mit allen Bossen. Und das wird jetzt noch eine neue Variante, schätze ich. Geben, weil jetzt das Burgess-Zeug auch noch offen ist. Die ganzen Bosse gibt es jetzt ja auch noch. Also theoretisch müsste es jetzt noch ein drittes Kolosseum geben mit allen Phantombossen hintereinander. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Aber das Schwert sieht schon cool aus. Kann man nichts sagen. Das Schwert hat schon was. Also auf jeden Fall ein riesiges und großartiges Kirby-Spiel. Es kann sich keiner beschweren, dass es hier zu wenig zu tun gäbe. Das Spiel ist enorm groß, abwechslungsreich und ein echt tolles Kirby. Also mit viel Secrets und ja, einfach ein schönes Kirby-Spiel. Da kann keiner meckern. Außer halt über die ganz kleinen Sachen, über die ich schon gemeckert habe. Die einfach so ein bisschen... Ja... So ein bisschen... Komfort technisch besser werden. Aber egal. Okay. So, was jetzt? Wir sind wieder im Hauptmenü. Ja, das ist toll. Fortsetzen, selbstverständlich. Hui. Da sind wir zurück. Und jetzt kann ich ja, stimmt, ich kann ja die Blaupause umformen. Aber ich fürchte, ich habe nicht genug Steine dafür. Was ein bisschen ärgerlich wäre. So, aber wie viel Prozent haben wir? 89%, okay. Ja, was gehört denn jetzt noch alles? Das Ultimativturnier findet gerade statt, du solltest auch teilnehmen. Ja, das ist jetzt genau das Problem, ne? Das gibt's jetzt auch noch. Also, jetzt müssen wir erstmal Steine verdienen. Ich muss nur gucken, wie viel ich brauche. Fünf. Okay, ein Stein fehlt nur. Ein Stein fehlt, das ist okay. Das ist okay. Jetzt ärgert es mich nur, dass ich meine Steine hierfür hergegeben habe, für plus eins hier. Das hätte ich warten sollen, aber das wusste ich nicht. Ich glaube, hier habe ich auch plus eins gemacht, ne? Ich glaube, die Hammer habe ich auch plus eins gemacht. Kann es sein? Nee, habe ich gar nicht. Okay, habe nichts gesagt. Habe ich noch irgendwas plus eins gemacht? Habe ich das Feuer plus eins? Ja, das Feuer habe ich plus eins gemacht, okay. Ja, wusste ich ja nicht. Mann. Okay, dann lasst uns mal kurz, weil das hier ist jetzt wirklich, ne, krafttechnisch, das ist richtig crazy. Dann lasst uns damit mal kurz das normale Turnier spielen. Dann kriegen wir noch einen Stein. Und dann kriegen wir noch das letzte Schwert. Machen wir das mal schnell. Also das geht jetzt ja wirklich fix. Wir haben ja gerade gesehen, wie mächtig dieses Ding geworden ist. So, nee, ich will das Normale.
Guck mal hier, ultimativ. Ach so, nee, es bleibt, okay, ultimativ bleibt, es ist kein neues dazu gekommen. Okay, okay, okay. Gut, aber wir gehen kurz hier rein. Dass wir einmal auf schnell einen Stein bekommen. Und wer das jetzt nicht mehr sehen will, ich beende danach den Part. Also, ne? Ich werde dann direkt danach den Part beenden. Tschüss. Nummer 1 ist down. Aber wenn man das alles vorspulen könnte. Na, das sind wieder diese Komfortgeschichten. Na. So, jetzt geht's gegen den Affen. Weg. Lass mal gar nicht erst in seine Drehung kommen. Sehr schön. Zack. Ja doch, es geht schon schnell. Kann man nichts sagen. Es geht schon schnell. Die haben halt gar keine Chance mehr. Tschüss. Okay, nice. Achso. Lolololala. Die nächsten Minibosse. Ah, verdammt. Okay. Und tschüss. Ja, also wie gesagt, man sieht es an der Zeit. Es sind so, ich schätze mal, so 5 Minuten braucht man dann für einen Stein ungefähr. Das kann man schon theoretisch erfarmen, aber wir brauchen ja nur einen für das Schwert. Dann könnte ich das Schwert zwar noch leveln und so, aber ist geschenkt jetzt. Okay, jetzt kommt der Quatsch. Aber wer hätte gedacht, dass diese Wirbelwindattacke, dass die am Ende tatsächlich der Game Changer ist? Das hätte ich nicht erwartet, dass die so krass wird. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. So. Und wir sind am Ende.
Zack. Ja, mach weiter. Und tschüss. War nett mit dir, Meta Knight. Aber jetzt mach einen Abflug und gib mir... Gib mir mein Dingens, mein Stein. Wobei es wahrscheinlich wirklich schneller ist, wenn die... Also ich weiß ja nicht, ob der in den Welten nochmal vorkommt, ob man nochmal das Level durchläuft und dann kriegt man auch nochmal so einen Stein. Da müssen wir gucken, was schneller ist, ne? Da müsste man wirklich gucken, was einfach schneller ist. So, let's go. Ja, damit. Sick. Neues Portal zur Straße der Schätze. Oh, okay. Ja, ergibt Sinn. Okay, wir haben offenbar jede Spezialpower entwickelt. Und jetzt kriege ich ihn wahrscheinlich als Figur. Ja, natürlich kriege ich jetzt ihn als Figur. Selbstverständlich kriege ich jetzt ihn als Figur. Wie sollte es auch anders sein? Okay. Okay. Aber schießen kann ich damit auf jeden Fall auch, ne? Ja. Oh, das hat wieder so einen Effekt. Das hat wieder so einen Effekt. Okay, ich verstehe. Oha, das bleibt auch einfach groß, oder was? Yo! Bleibt dann einfach groß. Das ist ja auch sick. Okay, alles klar. Gut. Ja. Dann können wir nächstes Mal uns noch die Schatzstraße anschauen. Den Rest vom Turnier machen. Und dann mal gucken, was die Prozente sagen. Hier ist... Ich wusste doch, irgendwann taucht da noch was auf. Okay, komm, wir gehen mal kurz rein. Wir geben dem Ganzen mal einen Versuch. Es muss ja nicht die Zeit sein, es muss ja erstmal nur schaffen sein. Zielzeit 4 Minuten. Ach du Scheiße. Okay, wir gehen einmal rein. Einmal gehen wir rein, scheiß drauf. Okay, es sind 4 Kämpfe. Ne, 5 Kämpfe. Ich kann nicht zählen. Alles gut. Was passiert denn jetzt? Okay. Okay. Ah, mein Gott! Sei nicht so frech. Oh, ich dachte, ich treffe den. Okay. Gleich wieder zum Teleport, wo auch immer der auftaucht. In der... Ah, oh, lol. Ah, okay, okay, okay. Man muss... Okay, ich verstehe. Ja, I see, I see. Okay, jetzt ist egal, in welches man geht. Oh, jedes hat eine andere Arenenart. Ja, okay. Okay, jetzt haben wir hier gleich einen Mittelboss. I see. Das hat nicht so gut funktioniert.
Ich weiß nicht, wo ich bin. Tatsächlich. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Mann, ich dachte, ich treffe die. So eine Scheiße. Warte, die Lava hat oh, ja. Die Lava hat ein bisschen gestresst, muss ich gestehen. Die Lava hat ein bisschen sehr gestresst, aber ist okay. So, da komme ich zu dem Eis. Das ist dann nicht so schlimm. Ja, war klar. Okay. Okay, die sind zu schnell. Ich kann da nicht aufladen. Das ist... So. Mann, ich komm... Mann, ich komm nicht zum... Jetzt. So muss das. Aber die Energie ist ein bisschen problematisch. Leider. Okay, irgendwoher kam gerade Energie, ich weiß aber nicht woher. Kann das Schwert mich aufladen? Das wäre komisch. Hätte ich aber nichts dagegen. Was haben wir jetzt hier? Okay, einfach nur ein Abgrund. Ach so, ja, ist klar. Der ist auf. Ah, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Irgendwoher kommt immer Energie, aber ich weiß nicht woher. Guck mal, aus irgendwoher kommt Energie. Lädt mich das Schwert auf? Das wäre ja cool. Guck mal, schon wieder. Es kommt ständig Energie irgendwoher. Ich weiß einfach nicht, woher. Mach keinen Quatsch, jetzt hier keine Zeit für deinen Blödsinn. Aber jetzt passiert nichts. Na, keine Ahnung. Okay. Jetzt kommen wahrscheinlich noch die Schwerttypen selber. Müssen ja noch kommen. Ja, klar. Okay. Aber die sind eigentlich ja recht langsam. Da müsste ich doch aufladen können in der Zeit. Optimal. Optimal. Mach dich weg. Sehr gut. Okay. So, wir haben alle. Was passiert jetzt? Lol, das war's. Das war's einfach. Renn um dein Leben. Wenn du noch nie gerannt bist. Ich hab die 4 Minuten gleich geschafft. Sick. Okay, soll mir recht sein. Okay, cool. Cool. Habe ich nichts dagegen. Du hast unter Einsatz deiner Spezialpower sämtliche Straßenschätze. Eine Sammelfigur, ein Sternsymbol, Objekt, Steinsymbol. Also so ein Steinstern-Ding halt. Mit einem Kirby, okay. Fast. Fast. Ja, warum die da sind, weiß man nicht. Einfach um Challenge zu machen. So, okay. 93%. Also eigentlich... Aktuell würde mir nur das Kolosseum einfallen, was noch fehlt. Macht das 7% aus? Machen die Sammelfiguren Prozente aus, wenn man die kauft?
Machen die irgendwelche Prozente aus? Ich weiß es nicht. Also zum Beispiel jetzt hier, ne? Stufe 4. Wie viel kostet eigentlich eins? Okay, nur 100. Ja, gut. So viel wird es von Stufe 4 ja nun nicht geben. Wo habe ich denn meine Sammlung? Hier, Minus. Moment, Minus. Zack. 9 von 43. Ich habe nichts gesagt. Okay, ich hoffe, die zählen nicht... Okay. Nee, ich hoffe, die zählen nicht zum... Oh mein Gott. Zu den Prozenten. Weil, okay, das wäre krank. Okay, das ist zu viel. Okay, das ist viel zu viel. Wir haben noch nicht mal Stufe 1 vollständig. Okay, also ich hoffe... Okay. Aber kriege ich denn jetzt... Also kriege ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel zu Stufe 1 gehe, kriege ich dann nur eine neue? Also kriege ich dann sicher eine neue? Oder auch nur... Oder nur kann es auch eine sein, die ich schon habe? Okay, neu. Okay, neu. Okay, ich glaube, da kriege ich nur neue. Ja, okay. Dann könnte man das schon kaufen, das Zeug. Oh, scheiße, das war eine alte. Okay, man kann auch alte. Nein, das ist nicht gut. Okay, das ist nicht gut. Neu. Aber wie hoch... Also, ist die Chance höher, neu zu bekommen? Weil, also, wenn jetzt noch eine fehlt von irgendwie über 70, wäre die Wahrscheinlichkeit ja 1/70, die zu bekommen. Das wäre ja insane. Und so wie ich das gerade drehe, muss die Wahrscheinlichkeit schon höher sein. Ich meine, wir haben jetzt 72 von 79, ne? So. Also das muss ja... Fehlen jetzt noch... 73, fehlen jetzt noch 6 Stück. Jo. 5 Stück. 4 Stück. Hi. 3 Stück. Ja, okay. Die Wahrscheinlichkeit, eine neue zu ziehen, ist schon höher. Deutlich höher. 2 Stück. Habe ich überhaupt noch welche? Moment. 77 von 79. Ach so, da kam gerade eine Meldung, dass man keine neue mehr bekommt. Hm, ich bin dumm. Okay, ich muss Items kaufen. Okay, ich muss Sachen kaufen. Und dann gibt es spezielle Figuren, die man also durch Tätigkeiten bekommt. Woran sehe ich, welche ich durch Tätigkeiten bekomme? Ah, die so Rahmen haben wahrscheinlich. Okay, Kolosseum. Alle Filme, okay. Okay, die Bühne kann man weiter aufbauen. Okay, Kolosseum. Ultimativ-Turnier. Okay, dann gibt es noch mehr im Kolosseum, weil sonst hätte es Ultimativ-Turnier angezeigt. Okay, es gibt noch mehr im Kolosseum. Ja, okay, Fragezeichen ist dann... Okay, das gibt noch mehr Kolosseum-Kram. Puh. Ja, dann gibt es noch ein bisschen was zu tun. Haben wir dann aber noch nicht mal alle Filme? Oder muss ich dafür reingehen, um ihm zu sagen, dass wir, hey, jetzt alles Filme haben?
Zwei fehlen noch. Was? Okay, was fehlt denn noch? Hm. Gibt es am Ende vom Kolosseum auch nochmal einen Film? Oh, guck mal, wir können hier wieder... Wie viel? Jetzt 2000. Ja, komm, rein da. Zack. Yo. Man sieht den Unterschied, ja. Mehr neue Lieder. Waren das alle jetzt? Ja, okay, das waren alle. Gut, dann gibt's Band als Figur, natürlich, klar. Okay. Und das zählt zu den Prozent. Okay, also ich glaube, die Figuren, die man für Tätigkeiten bekommt, die zählen zu den Prozent dazu. Dann muss ich, wie gesagt, kaufen, kaufen, kaufen. Hier kaufen, da oben kaufen. Aber kann ich überhaupt, oh nein, kann ich überhaupt mehrere Items kaufen oder muss ich ein Item erst einsetzen, bevor ich das nächste kaufen kann? Ich habe da ganz schlechtes Gefühl. Ich habe da ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Weil das taucht jetzt da oben bestimmt in der Blase auf, ja. Und wenn ich das andere kaufe... Dann sagt er, geht nicht, weil du hast schon anderes, ne? Okay, nee. Wait, jetzt hat er das überschrieben, ohne dass ich das andere eingesetzt habe. Okay, das ist schlecht. Ich kaufe mal von jedem eins. Vielleicht reicht es ja für viele Items. Okay, damit. Okay, das ist natürlich. Kann ich eigentlich mehrere gleichzeitig einsetzen? Ich kann es hier gar nicht... Ach, ich muss X gedrückt halten, ich verstehe. Okay, man kann theoretisch gleichzeitig die Sachen haben. Okay, ich verstehe auch das. Ja, ich verstehe. Okay, man kann es gleichzeitig haben. Aber dann ist es wahrscheinlich egal, was ich kaufe. Dann kann ich auch das Günstigste immer kaufen. Wann bist du zufrieden mit meinem Einkauf? Okay. Ja, gut. Wissen wir aber, was wir zu tun haben. Ah, das deckt sich. Okay, das ist auch interessant. Jetzt hätte ich 600 Sekunden die Schnelligkeit. Okay. Wir schließen hier mal ab, bevor das nächste Stunde noch wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.